Danke, dass Sie den Männern das mit der Kuppel erklärt haben, Captain. Aber das hätten wir natürlich früher oder später auch alleine rausgefunden. Allerdings. Sie sind ein mieser, kleiner Verräter, Mr. Christian. Das werden Sie noch bereuen. Sie und Ihre Meuterer haben ohne mich keine Chance. Ja, weil Kapitänsarbeit ja so schwer ist. Ja klar, Männer, fahrt hierhin. Fahrt dorthin. Hierhin, dorthin, hierhin, dorthin, hierhin. Meine Gott, wie kann man sich nur so wichtig nehmen? Sobald diese Bestie wieder im Wasser ist, nehmen wir Kurs zurück nach Tahiti, Männer. Okay, aber wo genau geht es denn nach Tahiti? Aber das ist doch klar, da muss man hier... Birgit, hol Blei noch mal hoch. Kurze Frage noch, Captain Blei. Wo ist die gestrichelte Linie? Welche gestrichelte Linie, Mr. Christian? Na, die gestrichelte Linie, die hier direkt nach Tahiti zeigt, die auf der Karte eingezeichnet ist. Ich sehe die aber nirgendwo auf dem Wasser. Es gibt keine gestrichelten Linien auf dem Wasser, Mr. Christian. Der Kurs wird mit dem Kompass und Sextanten bestimmt. Ja, das weiß ich natürlich, Captain Blei. Sie sprechen immerhin mit Ihrem ersten Offizier. Los, zu Wasser mit dem Schwein. Gute Reise, Sie Tyrann. Ja, aber das... Birgit, hol ihn noch mal zurück. Wo haben Sie diese Frauen denn versteckt, Blei? Na los, sagen Sie es. Welche Frauen? Na, die Sextanten, mit denen Sie den Kurs berechnen. Nicht Sextanten, einen Sextanten braucht ihr. Das ist ein Navigationswerkzeug. Aus Messing. Sieht aus wie ein Zirkel. Mann, wie unfähig kann man denn sein? Ihre Hochnäsigkeit können Sie sich sparen, Captain Blei. Wir wissen sehr genau, was ein Sextanten ist. Ein Sextant. Nominativ Singular, nicht ein Sextanten. Los, Birke, zu Wasser mit diesem Menschenschinder. Ich ertrag diese eitle Visage nicht länger. Sehr gerne. Setz die Segel, Männer. Auf nach Tahiti! Yeah! Mamma mia, hier sind es so viele Segel. Welche Solle wir setzen? Die Rahsegel, die Gaffelsegel, die Lugger und... Quatsch nicht so geschwollen, du Despot! Zeig einfach drauf! Nein! Ich werde hier überhaupt nichts mehr tun. Ihr denkt, ihr könnt ohne mich auskommen? Dann viel Spaß! Bitte? Ob die Meuterei aus meiner Sicht gerechtfertigt war? Natürlich nicht. Aber ich konnte mich ja schlecht zusammen mit dem schmächtigen Kapitän gegen die gesamte Mannschaft stellen. Und dann schön wochenlang mit dem winzigen Beiboot durch den Pazifik schippern. Ohne drei Mahlzeiten am Tag, ohne Nachtisch, ohne Fußreflexzonenmassagen von hübschen Tahitianerinnen. Nein, danke. Da musste ich auch einmal an mich denken. Und? Wie weit noch bis Tahiti, Mr. Birgit? Sekunde. Hey, wie weit noch bis Tahiti, du Rattenschwein? Noch 418 Seemeilen. Reden Sie in klaren Sätzen, Blei. Wie lange noch? Mit Seemeilen kann kein Mensch was anfangen. Ungefähr 6,5 Tage, ihr Arschgeigen. Na bitte, geht doch. Habt ihr gehört? Ungefähr, hat unser Superkapitän gesagt. Wie unfähig kann man sein? Schon erstaunlich, wie lange wir uns auf diesen Trottel verlassen haben. Ja. Die meisten von Ihnen wissen wahrscheinlich, dass ich es damals mit meinem kleinen Beiboot tatsächlich bis zurück nach England geschafft habe. Und dass die meisten Meuterer später gefangen und vor Gericht gestellt wurden. Auch unser Koch Mario. Und was hast du dann vor Gericht noch einmal zugegeben, Mario? Welches Detail war das noch? Ich hatte die Crème Brûlée gar nicht gemacht mit dem Ei. Wie? Etwas lauter bitte, das konnte keiner hören. Ich hatte die Crème Brûlée gar nicht gemacht mit dem Ei. Was? Haben wir das alle richtig verstanden? Deine super leckere Crème Brûlée war ohne Ei?
Und was war dann nochmal deine gerechte Strafe? Sie haben mir weggenommen, eine von den Misselisten. Und genau das nenne ich Gerechtigkeit.